Ja, Leute, hier ist euer HSPLP zu einem Hilfeschrei, will ich jetzt nicht sagen. Also, wir wollen es nicht so ganz dramatisch machen, nur ganz kurz. Zum kurzen Infovideo zum Thema FIFA 12 jetzt, zum Let's Play. Speziell, dass ich ja mit NYFHBLP gerade mache. Also, zunächst mal, ich möchte mich bei den ganzen Zuschauern, die das Spiel gegen Duisburg gesehen haben oder halt nicht gesehen haben, weil es ja verschwommen war, echt nochmal entschuldigen. Ich weiß echt nicht, was da schiefgelaufen ist. War überhaupt nicht so geplant. Und das Blöde ist, dass ich halt jetzt den Spielstand gespeichert habe. Schon nach dem Spiel gegen Duisburg. Und ich habe es halt erst bemerkt zu spät, dass die Aufnahme halt so ein bisschen verschwommen war. Also da muss ich halt nächstes Mal drauf achten. Das dazu. Dann eine schwierige Entscheidung. Also ihr habt es ja auch gesehen, also die letzten Spiele, da müssen wir nicht groß um heißen Brei rumreden, war grottenschlecht einfach. Nicht nur von mir oder nicht nur von NYFHBLP, auch von mir persönlich. Also da hat es am Anfang der Saison wesentlich besser geklappt. Ja, und jetzt muss ich halt eine Entscheidung treffen zur Rückrunde, ob wir beide das so weitermachen. Also ich mit NYFHBLP weiterhin das Let's Play Together oder ob ich daraus nur ein Let's Play halt mache. Ohne ihn. Ja, und ich habe halt so bei den letzten Spielen so das Gefühl gehabt, dass er, also NYFHBLP, auch so richtig irgendwie gar keine Lust mehr hatte, weil er auch immer vor den Aufnahmen gesagt hat, ich will nicht und so. Und ja, es wird schon langsam ein bisschen langweilig und ja, da habe ich halt auch so gedacht, ja, also. Ja, ich weiß halt nicht, was ich da gedacht habe, aber auf jeden Fall nichts Schönes. Also, das soll jetzt auch gar keine Kritik daran sein. Ich möchte ihn auch gar nicht schlecht dastehen lassen. Und es gibt bestimmt von ein paar Leute von euch, die jetzt sagen, nimm's doch nicht so hart. Es ist halt ein Let's Play, soll halt Spaß machen. Aber ich bin halt sehr ehrgeizig und ich spiele selber Fußball und ich kann halt nicht gern verlieren. So blöd wie das auch klingen mag, ich kann nicht sehr gerne verlieren. Ich meine, bei FIFA ist das jetzt was anderes, aber in echt kann ich halt nicht verlieren. Ist halt so. Keine Ahnung. Vielleicht hab ich das von meinem Vater oder von meinem Bruder oder von meinen Freunden. Keine Ahnung. Ja, und da will ich jetzt die Frage halt mal an euch richten. Was meint ihr denn? Wie soll das Let's Play FIFA 12 weitergehen? Mit oder ohne NYFHBLP? Oder was können wir verändern? Vielleicht, ich werde ja dann nochmal ein Special machen, so ein Transfer-Special, dass wir uns auch noch da mal verstärken können auf dem Transfermarkt. Also das müssen wir auf jeden Fall. Ja, und dann ist halt die Frage, mit oder ohne NYFHBLP. Ich werde dann natürlich auch ein paar Sachen dann verändern, falls ich nicht mit NYFHBLP weitermachen sollte. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und zwar werde ich dann umstellen von Profi, also wir spielen ja bislang auf Profi, glaube ich, oder auf Weltklasse. Ich glaube, auf Profi werde ich dann umstellen auf Legende, weil ich auch normalerweise, wenn ich alleine spiele, spiele ich auch auf Legende. Und die Kamerasicht, die werde ich dann ändern auf Tele. Jetzt haben wir gerade Übertragung Tele, die werde ich dann natürlich auch verändern. Ja, und wie gesagt, nochmal die Frage an meine Zuschauer, weil ihr könnt das ja am besten beurteilen von außen, sage ich jetzt mal. Und vielleicht könnt ihr kurz oder vielleicht könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, für was ihr seid. Verbesserungsvorschläge mit oder ohne NYFHBLP. Also da würde ich mich echt freuen, weil mir das auch sehr wichtig ist, weil es auch ein Let's Play ist, das mir Spaß macht. Und ja, da würde ich euch einfach bitten, dass ihr kurz einen Kommentar schreibt. Ja, nein. Wieso, weshalb, warum und so. Wenn die Frage bleibt dumm. Ja. Und ich werde euch ein paar Wochen Zeit geben, also vielleicht so ein, zwei Wochen, und dann werde ich nochmal ein Infovideo machen, wie ich mich dann entschieden habe. Und ja, bald kommen dann noch wieder Folgen von Banjo-Kazooie. Geht ja ganz normal weiter dann. Ja, und dann viel Spaß dann mit meinen Banjo-Kazooie-Videos, und das war's dann erstmal. Und nochmal die Bitte an euch: Schreibt vielleicht einen ganz kurzen Kommentar. Ja, nein, warum? Mit NYFHBLP oder nicht? Und ja. Dann bis zu den nächsten Videos. Bis dann.